Hallo Horizon-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu unserem gemeinsamen Horizon 2 Let's Play, das Ganze natürlich auf der Xbox One. Gut, wir sehen hier im Hintergrund unsere Fair Lady, bekannt aus Real Reels. Da nochmal am besten Dank für euren Support, was dieses Format angeht. Also Mattes und ich, wir freuen uns wie die Schneekönige, dass das Zeug so bei euch ankommt. Passt mal auf, ne? Ja, so schnell kann's gehen. Einmal nicht aufgepasst, wirst du überrollt. Bäm, raus hier. Wir haben heute wieder jede Menge vor. Zum einen, wir bauen uns ein neues Auto auf. Heute brechen wir Rekorde. Nicht, was irgendwas Besonderes angeht. Mal ganz kurz das Mikro ein bisschen drehen. So, ich hoffe, das war jetzt nicht großartig laut. Ne, Tonspur sieht gut aus. Hier, ihr seht's auch, ne? Exklusiv für euch hier die erste Ausgabe mit dem Bild Design. Ich kann das nicht. Demzufolge habe ich einfach mal alles draufgeklebt, was ich irgendwie verbaut habe. Blitz. Ja, die machen schöne Sachen. Exedy, die machen Kupplung. Mainz, sowieso sehr bekannt. Mainz Skyline, sage ich dazu nur. Garrett, Turbolader, Willwood. Turbolader kommt natürlich erst mit dem Ding. Willwood, Bremsanlage, Bildstein, Fahrwerk. Und hier ein Gruß an Mattes V8 Hunter. Weil ich glaube, das Ding, das wird noch gehen. Und in RS4 von Mattes so ein bisschen mal die Leviten lesen. Weil alt ist nicht gleich langsam. Gut, wir porten uns aber heute ein bisschen mal hier hin und her. Eigentlich hätte man auch fahren können, aber wir haben doch keine Zeit. 30 Minuten haben wir hier. Radiosender hat sich geändert. Ich habe nämlich am Wochenende, wo ich bitte so das Setup gemacht habe für den 300er ZX, dachte ich mal, hörst mal ein bisschen Musik. Und es macht richtig Gaudi. Man glaubt's gar nicht. Also ich kenne das Ganze ja nicht. Ne? Bei mir ist ja immer alles stumm. Ist das schön. Ist das schön. Die Musik und so. Auch die damals... Ein Lob an Playground Games. Die haben es nämlich richtig geil gemacht. Du hörst ja normalerweise Radio, ne? Aber wenn du in der Nähe von so einem Festival kommst, wird der Radiosender immer leiser. Und du hörst dann wirklich die Musik nur noch von der Tanzfläche. Das ist vielleicht geil. Das finde ich mal richtig edel. Gut, liebe Leutchen, ich hatte euch das letzte Mal gefragt, welcher GT-Renner soll es sein? Ich hoffe mal, ich finde die Klasse dann wieder. Ihr wart richtig fleißig. Wir haben einen neuen Rekord aufgestellt. 731 Leutchen haben abgestimmt. Und das ist wirklich atemberaubend, weil es ist eine Steigerung von knapp 200 Leute. Also da vielen, vielen Dank. Und nur weil ihr so fleißig wart, kann ich nämlich weiter aufnehmen. Auf Platz 3 hat abgeschlossen mit 105 Stimmen der Aston Martin Vanquish. Ne? Aston Martin, richtig geile Firma, würde ich mir sofort in jede Garage stellen, egal wie viele Plätze ich hätte, würde überall Aston Martin stehen. Auf Platz 2 mit 123 Stimmen, man höre und staune, noch ein Aston Martin, nämlich der V12, ich glaube Zagato hieß er noch, ne? V12, die Rennversion, wir können mal da mal hingehen hier, Aston, ja, Audi, will kein Mensch sehen, wer will denn schon hier? Dieser da, V12 Zagato auf Platz 2 mit 123 Stimmen. Auf Platz 1 und damit unangefochten mit 193 Stimmen landete eine italienische Schönheit. Ich glaube, jetzt wissen alle schon, welche Marke gemeint ist, nämlich Ferrari. Der Ferrari und der Ferrari, ganz besondere Ferrari, jetzt muss ich erstmal finden. Donkerford, irgendwann kommst du auch noch dran, mein Freund. Nicht der, der F12 Berlinetta. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber wirklich ein wunderschönes Auto. Also Leutchen, ich weiß jetzt auf jeden Fall, ihr habt Geschmack. Bei mir ist heute Sonntag. Das heißt, bei euch ist heute irgendwann in der Woche. Da brauchen wir nicht nach Design gucken. Hier kommt eine wunderschöne Eigenkreation drauf. Müssen wir mal schauen, dass wir hier irgendwie eine schöne Farbe finden. Ja, Innenraum ist mir jetzt Boogie Woogie. Zeigen wir wieder von außen. Silber könnte man auch mal machen, ne? Aber ich glaube, Ferraris, wenn ich den jetzt weiß mache... Dann ist es so sicher wie das Arm in der Kirche, dass ich hier Hamann-Felgen draufballere. Muss der rot sein? Ne, der muss nicht rot sein. Diese Silberne hat auch was. Ich kann mich wie immer mal nicht entscheiden. Ein blauer Ferrari, das geht glaube ich gar nicht. Das ist eine ganz interessante Farbe. Das ist doch so ins Richtung Elfenbein. Wir machen den mal richtig nobel. Mit Credits kaufen natürlich. Wir haben genug Kohle, müssen wir uns nicht zurückhalten. Kann ich nur jeden ans Herz legen, ladet euch diese Forza-Hub runter. Ihr kriegt, wenn ihr viel Forza spielt, ihr werdet mit Kohle zugeschüttet. Also da nicht gucken, warum hat der Thompson über 4 Mille? Das kommt klar vom Fahren, das kommt von den ganzen hier Wheelspins und so. Geht. Gut, das ist das erste... Oh mein Gott. Und es regnet.
Schauen wir, wie das Ding nach vorne geht. Natürlich habe ich, wie gewohnt, mal bremsen. Hier kommen einige Idioten angefahren. Gib Feuer. Ich habe jede Menge Infos für den Wagen rausgesucht. Hey, wie läuft's denn so? Oh, läuft super. Was kann ich für dich tun? Ein paar Teile hätte ich ganz gern. Geh mal ins Regal hinter. Wir gucken erstmal, was es hier so gibt. Wir werden den Wagen jetzt nicht utopisch krass aufbauen. Müssen wir mal schauen. Ja, die übliche Vorspoilerung, die kann man uns schenken. Ja, Felgen wird wieder schwer, ne? Man könnte eigentlich auch mal auf originalen Felgen stehen lassen. Auf jeden Fall machen wir die Reifen ein bisschen besser. Da sind wir schon bei S2. Also wir werden heute auf jeden Fall richtig flotte Wagen zu Gesicht bekommen. Ja, machen wir mal Maximum. Reifen ist sowieso wichtig. Hinten das, was geht. 345er. So, ein paar Infos zu dem Wagen. Gebaut wird er seit Ende 2012 und ist der Nachfolger des legendären 599. War auch sehr lang einer meiner Lieblings-Ferraris. 509 GTO, sage ich dazu nur. Das Ding, das ging nach vorn wie Schmitz Katze. Da schau her. Ashanti ist schwerer. Wer hätte das gedacht? Wir gucken mal ganz schnell hier nach ein paar schicken Felgen. Ja, die Dinger gefallen mir eigentlich auch. Die sehen nicht ganz so wie die Hamann aus. Wisst ihr, wenn ich jetzt Hamann draufballere? Aber auch sowas kannst du draufschrauben. Hätte ich nicht gedacht, dass ein Ferrari sowas steht. Natürlich mehrspeichige Momo- oder OZ-Felgen. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ich weiß es auch nicht, warum. Speedline? Auch nicht so, so was Filigranes. Aber ihr seht schon, die Serienfelgen sind mal richtig leicht. Gut, dass hier Volk 8 Kilo leichter ist. Und das sieht sogar ganz nett aus. Wir machen mal die Volk drauf. Ein bisschen Import gehört einfach auch auf einen Ferrari. Nee, eigentlich nicht. 21 Zoll muss nicht sein. Vielleicht hinten 21er. Hinten 21er. Das wird, denke ich mal, ganz gut aussehen, weil das unterstützt diesen großen Popo. Aber pro großer Popo, da hinten ist zur Abwechslung mal gar nichts drunter. Kein Motor. Der hockt nämlich auf der Vorderachse. Das ist ein 6,3 Liter, ne, mit Doppel-D geschrieben hier. Ein 6,3 Liter V12 Motor mit, ich glaube, 48 Ventile hat das Ding. Also da, wenn du da Motorschaden hast, ich glaube, das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ja, hier machen wir das noch mit rein. Insgesamt leistet der Motor 740 PS und 690 Newtonmeter. Das Ganze wird mit einem, ich glaube, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe auf die Hinterachse gestemmt. Also kein Allrad, überhaupt nichts. Da musste wirklich fit am Lenkrad sein. Leergewicht 1630 Kilogramm, von 0 auf 100 3,1 Sekunden, von 0 auf 200 8,5 Sekunden und Topspeed liegt bei aberwitzigen 340 km/h. Wer jetzt denkt, Mensch du, der F12 Berlinetta ist ja eher so ein Cruiser, ne? Ist ja eher was Langweiliges, kannst du auf der Autobahn fahren, übrigens sind wir gerade dabei, das Ding komplett aufzubauen, auch nicht schlecht, oder? Langsam ist der Wagen nicht auf der hauseigenen Teststrecke von Ferrari in Fiorano, ist dieser Wagen mit einer Minute 23 stolze 2 Minuten schneller als der Enzo. Das hättest du jetzt, glaube ich, nicht gedacht, oder? Ah, deswegen, okay, deswegen haben wir noch so viele Punkte über. Schneller auf der Teststrecke ist nur ein Auto und das ist der, lass mich überlegen, der LaFerrari. Der LaFerrari ist der einzige Ferrari, der schneller noch unterwegs ist. Und das will was heißen. Gut, wir machen natürlich hier das Ding komplett leicht. Hätte ich nicht gedacht, dass die Sprünge hier so wenig sind. Nee, das bleibt schon mal schön drin. Ich dachte, ich bin schon eins weiter hier. Ein Überrollkäfig, den sparen wir uns mal. Das muss nicht unbedingt sein. Und der Rest ist ja schon drin, oder? Das habe ich alles schon verbaut. Jo, dann heißt es zum Endaufbau eigentlich nur noch eins. Nämlich, gibt es hier überhaupt was? Ansaugmethoden. Okay, gut. Nur schon mal ein bisschen vorweg Lunchi-Lunchi machen. Nämlich, was wir denn da machen, wenn wir hier durch die Meisterschaft durch sind. Gut, ich mache wieder so ein 0815-Setup drauf. Bei dem 300er ZX habe ich mich wirklich hingesetzt und, also wirklich so im Ein-Klick-Bereich den Luftdruck eingestellt. Einfach damit ich genau weiß, das Ding geht ordentlich um die Ecke. So, das Ding können wir ein bisschen zaghafter einstellen. Hier machen wir ein bisschen so und ein bisschen so. Einmal ein bisschen probieren. Stabilisatoren hinten natürlich weich. Ja, das ist ein 0815 Setup. Das ist jetzt nichts irgendwie,
wo ich mich jetzt utopisch lang hinsetzen werde. Einfach bloß so ein bisschen was einstellen. Ein bisschen weicher schadet nie. Machen wir einen neuen. Hier machen wir einen neuen. Hinten machen wir verdammt weich. Eine 8,5. Ist auch gut beim Start. Wenn er hinten weich ist, kann er schön einsinken. Ne? Und wenn er einsinkt, dann geht, dann wird diese Energie in die Federn gesteckt. Und die Räder haben, du hast einfach mehr Traktion. Genau. Die Räder können sich da schön 8, 9, 6, 5 ist, glaube ich, ganz gut. Und hier machen wir mal 6, 5, 6, 6. Muss ein bisschen was sein. So, Bremskraft machen wir ein bisschen was mehr. Bremsdruck können wir auf jeden Fall erhöhen. Die Sperre 25, 15 werde ich fahren. Hat sich mittlerweile so ein bisschen eingebürgert, hinten mal auch ein bisschen was zu machen, weil das Heck dadurch stabiler bleibt. Und gerade bei dem Wagen, wo auf der Hinterachse nichts ist, möchte ich natürlich, dass das Heck stabil bleibt. So, jetzt schauen wir einfach mal, wie das ganze Ding... Hat doch was. Ich würde, was Lackierung angeht, auch natürlich auch noch ein bisschen was, nicht allzu viel, nach wie vor. Ich kann das Ganze nicht, ich taste mich da langsam ran, aber so wie es der Mattes einfach macht, weißt du, der setzt sich hin und tut und macht und das ist so gar nicht meins. So, ein bisschen Kohlefaser, können wir hinten diese kleine Heckflosse, da tut sich gar nichts, das finde ich super. Außenspiegel haben wir, eine Carbonhaube steht in dem Ferrari nicht, würde ich auch nicht machen. Aber so ein bisschen Außenspiegel, einfach um dieses Rennsport ein bisschen zu unterstreichen. So, die Felgen können wir, glaube ich, lassen. Wir könnten aber genauso gut hier ein bisschen Alu gebürstet oder sowas drauf machen. Alu poliert, halbglänzend, Aluminium gebürstet. Das sollte eigentlich ganz nett aussehen. Ist nicht ganz so shiny, shiny, glossy, glossy, sondern sollte einfach die elegante Linie des Autos unterstreichen. Und das ist jetzt das erste Auto, was wir in S2 bewegen. Holla die Waldfee. Ich habe auf jeden Fall Respekt. Ich habe mir eine Kaffeetasse. Kaffeetasse? Mit Betonung habe ich es wieder. Ne, das Wochenende bei mir, demzufolge, ihr kennt das Ganze schon. Gerade Leutchen, die mir schon länger folgen, die wissen, wenn der Thompson am Wochenende was aufnimmt, dann ist das Sprachzentrum immer noch ein bisschen auf Notruf hier. Gut, Auspuffanlage sieht ein bisschen aus wie eine Titan-Auspuffanlage. Das ist dieser blaue Schimmer. Gut, machen wir einen kleinen Soundcheck. Und dann geht's ab, würde ich mal sagen. Okay, beim Getriebe haben wir deutliche Unterschiede. Ja, sehr, sehr harmlos. Ich glaube, ich muss meine Anlage ein bisschen lauter machen. 7-Gang, das stimmt. Gut, der Wagen wird sehr interessant zum Fahren, weil wir einfach verdammt viel Gewicht auf der Vorderachse hängen haben. Da hockt ein V12 drauf. So, Soundcheck, gucken wir mal. Holla die Waldfee. Anna? Anna? Autotour fortsetzen. Ihre Route zur Autotour wird sofort berechnet. Das finde ich lieb von dir. Dann mache ich gleich mal kurz, während du noch rechnest hier, ein bisschen alles lauter. Oh ja, das hört sich immer eine ganze Ecke besser an. Ich hoffe, ich brüll euch jetzt nicht gleich an. Man hört von den... Ja, Klappe. Man hört von den Nockenwellen relativ wenig. Aber bei Nockenwellen... Das kann immer so schlecht, wenn wir ab und zu mal ein Foto machen. Ford Fiesta C-Tech S. Was bist denn du Schönes? So, weiter geht's. Wir fahren heute fleißig weiter. Also ich hätte bei dem Wagen nicht gedacht, dass das Ding schneller als ein Enzo ist. Der gefällt mir richtig gut. Der 599, das war wie gesagt lange Zeit einer meiner Lieblings-Ferraris. Neben dem 430er natürlich. Der 360er, den finde ich nicht so der Hit. Wow. Okay. Scheiße, Mann. Oh mein Gott, was haben wir hier? Achtung. Scheiße. Ich glaube, Ferrari ist bald eines der Fahrzeuge, wo du keine Hupe mehr serienmäßig bekommst, weil du hast eine Hupe drin. Die hört sich so an.
Wer da nicht Platz macht, der ist definitiv taub. Da hilft auch kein Hup-Hup mehr. Gut, 366 geht er, das haben wir vorhin gesehen. Dank der kleinen Spritze, was Leistung angeht. Und hier wir sehen, mein Tuning ist gar nicht mal so schlecht, weil wir haben ein bisschen Carbon-Applikation auf dem Lenkrad und beim Armaturenbrett. Und es spiegelt sich beim Außenspiegel wieder. Sieht doch schön aus, ne? So ein bisschen Harmonie im T-Regal. Rechts abbiegen. Aber ich soll mal gucken, wie sich der Wagen im Grenzbereich verhält. Weil wir fahren ja immerhin zu einem Rennen und nicht zum Einkaufen. Gut, anbremsen, sehr stabil. Das gefällt mir schon mal. Bin mal gespannt, gegen was wir heute alles antreten werden. Viele Essens werden dabei sein. Aber auch viele Mercedes. Das wundert mich, dass ihr euch für den Ferrari entschieden habt und nicht für den SLS, SLR oder was hat man noch alles. Diese ganzen Sternbuden halt. Wow. Liegt ganz gut. Aber ich glaube, auch hier kannst du noch ein bisschen mehr... ein bisschen mehr Spontanität von der Vorderachse rausholen. Anpassen kannst du den Scheiß immer. Aber so ein Setup, so ein richtiges Setup. TVR, ne? Ist nicht umsonst mehrfach verkauft worden, habe ich jetzt von Mattes erfahren. Mittlerweile gehört das Ding, glaube ich, nach Russland, die Firma. Muss das sein? Also ich weiß nicht, warum. Ich meine, es ist ein britisches Traditionsunternehmen gewesen, ne? Aber wenn es die Leute nicht kaufen, irgendwann ist halt Schluss. Und das meine ich, hier. Geil, oder? Weiter. Natürlich, heute auch wieder, habe ich gar nicht angekündigt. Neue Umfrage, ne? Es geht nämlich weiter. Autotour fortsetzen. Wo waren wir denn schon lange nicht mehr? Montelino. Ach, weißt du was? Montelino hört sich sehr italienisch an. Wir wären denn, natürlich hier. Umfrage unten, ne? Link und so. Sportscars. Aha. Hypercars Championship. Ich will immer noch ein bisschen Mischung reinbringen. Ne, das ist jetzt nicht... Wo sind die Sportscars drin? Ist das Ding hier drin? Hier? Machen wir den da, oder? Sportscars Championship. Da ist ein Z4 drauf, aber wir werden natürlich... Ihr habt wieder die große... Die Qual der Wahl, ne? Das allererste Auto, was wir uns gekauft haben. Ich hab's diesmal aufgehoben. Ich mache nicht denselben Fehler wie bei Horizon 1. Gut. Zur Wahl steht heute ein Audi TT RS Coupé aus dem Jahre 2010, den Mercedes-Benz SLK 55 AMG aus dem Jahre 2012. Japan liefert uns den Nissan 370Z aus dem Jahre 2010 dazu. Die Italiener schicken uns den Alfa Romeo 4C aus dem Jahre 2014. Dann der BMW Z4 S-Drive 35iS aus dem Jahre 2011. Hyundai Genesis Coupé 3,8 die Track Edition aus dem Jahre 2013. Jaguar F-Type R Coupé aus dem Jahre 2015, was ganz Neues. Lotus Esprit V8, unsere Waschmaschine vor dem Herrn aus dem Jahre 2002. Und zu guter Letzt der TVR Sagatis aus dem Jahre 2005. Sobald sich da ein Auto deutlich durchsetzt, kann ich wieder neue Sachen aufnehmen. Das mal nur so als Wink mit dem Zaunsfall. Aber ich lasse die Umfrage meistens so 2-3 Folgen aktiv, weil es gibt halt auch Leute, die brauchen ein bisschen länger, ne? Also die brauchen ein bisschen länger Zeit, um sich dafür ein Auto zu entscheiden. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Gut, wir hatten denn GT, hat man doch ein bisschen was, oder? Super GT ist, glaube ich, das, was wir heute angehen. Richtig? Richtig, habe ich mir gut gemerkt. Die Felgen, naja, ist nicht der Hit, ne? Hätte ich lieber die Originalen drauf gelassen. Oh, die Mucke. Habt ihr beim letzten Rennen gehört, wie die Zuschauer gejubelt haben? Ihr habt wirklich eine gute Show geliefert. Also, die nächste Etappe unserer Autotour führt uns ins schöne Montelino. Danke für die Ankündigung. Ich bin schon unterwegs, auch wenn wir Zeit haben ohne Ende, lassen wir natürlich die Zeit jetzt nicht komplett auslaufen, sondern wir möchten heute mindestens ein Rennen noch fahren. Mittlerweile hat sie ja schon fast eingebürgert, dass wir nur ein Rennen fahren und da vielleicht ein bisschen über ein Thema plaudern. Das, was ich mal gewünscht wurde, und es ist ein es ist ein vorsichtiges Thema, da muss ich echt aufpassen, in welche Richtung ich da tendiere. Was ist denn hier passiert? Straßensperre hier.
Ja, das ist das, was zurzeit in Frankreich abgeht. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Rechts abbiegen. Wenn da Leute abgeknallt werden. Ich sag's einfach richtig trocken, ne? Also, wenn da Leute sterben müssen, sag mal so, weil sie ihren Beruf ausüben und ihren Tages- oder ihren Lebensunterhalt damit verdienen, Karikaturen zu zeichnen. Und es ist sehr oft passiert, dass sobald ein Land sich traut, irgendwas in die Presse zu packen, was halt Karikaturen des Propheten Mohammed oder so angeht, dann verstehen die Muslime gar keinen Spaß mehr. Ne? Zumindest einige. Ich nenne es einfach mal Vollidioten, weil anders kann man das Ganze nicht nennen. Und die sagen halt, ja, das ist unsere Gottheit, darf niemand beleidigen. Und da marschieren wir einfach mal ein und töten die Leute. Ich dachte, er lässt die linke Spur frei. Was ist denn da los mit dem Mazdas hier? Also finde ich richtig mies. Finde ich auch sehr bedenklich, was so zurzeit abgeht. Weil das Einzige, was da gemacht wird, ich meine, die einen machen sich vielleicht einen kleinen Spaß, machen eine Karikatur, die anderen verstehen keinen Spaß und bringen die Leute um. Das Einzige, was dadurch entsteht, ist halt, das Einzige, was du mit Hass erzeugen kannst, ist halt Gegenhass. Ne? Und das würde mich nicht wundern, das würde mich echt nicht wundern, wenn das irgendwann mal richtig knallt. Im Kreisverkehr die zweite Auswahl. Weil irgendwann, ich meine spätestens, wenn, ich meine, Frankreich ist in der EU. Ne? Und EU heißt, greifst du ein Land an, greifst du alle Länder an. Und natürlich, wir Deutschen natürlich sofort, wir helfen dann, die Länder wieder aufzubauen, das ist ja auch nicht so. Ne? Machen wir ja immer, zuerst bomben wir es weg und dann stellen wir es wieder hin. Aber ich glaube, das wird richtig grenzwertig enden hier. Und da hat man doch schon ein bisschen Respekt davor, weil mit den Chaoten, die im Fernosten da so unterwegs sind, mit denen ist einfach nicht zu spaßen, weil die verstehen keinen Spaß. Die machen knallhart, ziehen die ihre Sache durch. Und das, die gehen halt über Leichen. Aber das sieht aus wie ein Manta von vorne. Das ist ein Ford Capri, ich weiß, aber das sieht aus wie ein Manta. Ein bisschen. Und das ist wirklich grenzwertig. Also ich halte mich da komplett raus. Es geht halt, auch auf YouTube ist es so, du gehst oder du redest eigentlich nicht über ein Thema, erstens was Glauben angeht. Religion ist sowieso was ganz, ganz Heikles. Bin ich gläubig? Nein. Ich bin weder getauft noch irgendwas anderes. Das Einzige, woran ich glaube, das bin ich selber. Weil ich kann mich selber... Wenn ich selber Mist mache, bin ich selber dran schuld. Aber wenn irgendwelcher Mist passiert, sage ich nicht, oh, der große Herr im Himmel, der sorgt dafür, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie Scheiße fressen muss. Ne? Solche Phasen hat jeder mal. Aber daran ist man selber schuld. Arbeitet man an sich selbst, kommt es auch von einem selbst und nicht von irgendjemand anderen. Ich hoffe mal, wir haben dann keine Hoppelstrecken oder sowas. Wir haben noch 6 Minuten, also die Zeiten reichen eigentlich immer aus. Ja, danke dafür. Weil wenn irgendwas Gutes ist, jetzt geht's los, der Sprachzentrum komplett weg. Wenn irgendwas Gutes passiert, lass mal, du hast in der Schule einen guten Abschluss geschafft. Dann sage ich mir, ja, das kommt, weil du gelernt hast. Und nicht, weil, ne, alle... Jeder soll halt an das glauben, woran er glauben möchte. Manchmal ist es wirklich einfacher, an irgendwas zu glauben. Gerade wenn es irgendwie mies läuft, dann denkst du, ja, okay, das ist jetzt eine Prüfung für irgendwas oder so. Und auch diese Zeit geht vorbei. Meistens hilft die Zeit da auf jeden Fall weiter. Aber wie gesagt, das, was zur Zeit da in Frankreich abgeht, das ist nicht mehr lustig, beim besten Willen nicht mehr. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das richtig knallt. Ist aber auch ein bisschen... Wie sagt man das? Ah, das ist echt ein schweres Thema für mich. Es ist aber auch ein bisschen, ja, yeah, nicht so einfach, wie man denkt. Ne? Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel an Afrika denke, da werden täglich Leute erschossen, da werden Medikamente geklaut. Willkommen bei der Super-GT-Meisterschaft. Ich sehe Sprintkurse. Da sind ein paar echt heiße Schlitten dabei. Okay. Allein schon die Erstens. Da freue ich mich wirklich drauf. Will ein Rennen, damit wir loslegen können. Ja, ein Rennen fahren wir auf jeden Fall. Komm, Straßenrennen. Fangen wir mal mit dem an hier. Genau, in Afrika, ne? Ja. Da werden täglich Leute erschossen und da schreit kein Hahn danach. Aber kaum wandert man in ein Erste-Welt-Land ein und sorgt dafür ein bisschen Beef, dann geht's sofort durch alle Pressen durch. Es ist, Alter Finne.
ist wirklich schwer, das Thema. Und da... Ich guck manchmal sogar mit Absicht, gucke ich keine Nachrichten, weil ich genau so einen Kram, will ich gar nicht wissen. Ist vielleicht auch ein bisschen blöd von mir, ne, dass ich da einfach so sage, ja, interessiert mich nicht. Aber, ich meine, was steht denn in den Nachrichten drin? Na, da steht nicht drin, hier, Bob der Baumeister hat seine Grippe überwunden und ihm geht's jetzt richtig gut. Da stehen nur Katastrophen drin. Und, du musst, also wenn du viel Nachrichten liest, tu dir mal selbst den Gefallen und mach das mal 2-3 Tage lang nicht mehr. Oder eine ganze Woche. Und ich gebe dir Brief und Siegel, du bist wesentlich entspannter. Ne? So, und bevor wir das Rennen beginnen, gehen wir mal einen Fortschritt rein, weil wir holen uns jetzt erstmal einen Erfolg hier. Hier, Boni. Wir haben 5 Punkte über, demzufolge holen wir uns heute die Fähigkeitenlegende. Bäm. Damit haben wir alle. Gibt's einen Erfolg dafür? Muss es geben, oder? Gibt's nicht? Ho, ist das fies. Ist das fies. Ich dachte echt, jetzt gibt's einen Erfolg. Zur Strafe gibt's viel Spins. Und dann fahren wir das erste Rennen. Wie gesagt, also was mein Thema Religion angeht, das ist für mich wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich achte da, oder ich hoffe, dass es nicht knallt. Weil wenn es knallt, gut, das ist jetzt die ISIS, die haben viele Leute. Ne? Das Gefährliche bei den Leutchen ist einfach, dass du nicht weißt, wer alles dazugehört. Und also du kämpfst, es ist jetzt nicht so, dass du gegen eine Armee antrittst, sondern du kämpfst mit Untergrundkämpfern. Und du weißt nicht, wo sie sind, du weißt nicht, wie viele Waffen sie haben, du weißt nicht, Mini Janko Works Grand Prix, geile Karre. Du weißt eigentlich nichts darüber und genau das macht die Jungs so gefährlich. Jungs und Mädels und Kinder, die haben ja da alles drin, die sind ja da echt, es ist furchtbar. Aber ich habe nichts gegen andere Religionen, ne? Ich meine, wenn ich jetzt, wenn jetzt auf der Straße mir einer entgegenkommt mit einem Rauschebart, denke ich jetzt nicht gleich, oh mein Gott, ich muss rennen, der sprengt sich jetzt gleich in die Luft oder so. Also so ticke ich nicht, ne? Oh mein Gott. Das waren schon ein paar Kollegen von uns, gegen die wir jetzt antreten dürfen. Jeder Mensch ist anders. Und jeder Mensch hat eine faire Chance verdient. Und entweder er nutzt sie oder er nutzt sie nicht. Positiv oder halt negativ, ne? Gut, negative Chancen nutzen, das hört sich auch wieder bescheuert an. Also, ne, entweder er nutzt die Chance positiv oder er ist halt raus bei mir. So, es regnet, wir haben Nacht. Wir haben viele, viele Leistungsmonster hier am Start. Das wird ein Spaß. Oh mein Gott. Na dann, gehen wir's an. Wir haben ein schönes Auto. Wie immer am Start. Hab ich auch von euch gelernt. Los Fotos de Picturos. Was, nur 2? Okay. Schauen wir nach hinten. Dürften die ganzen Mercedes stehen? Richtig. Ihr seht da wieder ein bisschen was. Okay, hätten wir die Fotos. Und weiter geht's. Straßenrennen ist halt gefährlich. Weil hier geht's nur mit Straßenverkehr. Gehörst nicht dazu. Ach, gut, 4, da sind wir schon mal. Die Supersportreifen hier, die sorgen dafür, dass wir mal gar keine Traktion haben. Hat es gezählt? War ich durch? Scheint so. Gut, haben natürlich auch viel Kraft von unten raus. Ist ein reiner Sauger. Noch. Boah, Leute. Ja, drück mich halt noch weiter nach rechts. Boah. Wir sind deutlich schneller, das sieht man nicht. Scheiße. Komm. Boah, was bremst? Achso, ja. Man kann jetzt sagen, ich bin schon lange nicht mehr Forza gefahren, das wäre aber gelogen. Die Supersportkisten, also alles, was über S geht, das wird bei mir schon grenzwertig. Weil es mir einfach alles zu schnell dann geht. Mal kurz anlehnen, danke dir. Nicht ganz fair und auch nicht fein, was ich hier gerade abliefere an Performance. Vielleicht sollte ich bitte mehr Kaffee trinken, damit die Augen noch ein bisschen mehr aufgehen. Aber der Wagen liegt gut. Könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen spontan auf der Vorderachse sein.
Hinterachse ist sehr stabil. Da kommt das Ding mit dem Heck, aber wir haben hier immerhin 740 PS. Sogar eine ganze Ecke mehr hinten drunter. Es ist ein Wunder, dass wir hier nicht alles querfahren im Regen. Das sieht ganz gut aus, was wir aktuell fahren. Ein bisschen abbremsen schadet auch nicht. Weil du ja nie weißt, was dir jetzt hier gleich entgegenkommt. Und Vorsprung haben wir auch, da müssen wir kein Risiko mehr eingehen. Also die Kurven sind genau... Jetzt verhau es nicht hier. Die sind eigentlich genau unser Freund. Okay, da sind wir durch. War nicht ganz so der Hit. Und wir hätten fast noch verloren. Du machst dir langsam richtig einen Namen. Ja, aber keine Freunde, würde ich mal sagen. Gut, an 7 of 12. Das ist einmal ein geiler Name. An dieser Stelle werde ich jetzt gleich mal einen kleinen Cut machen und dann geht es das nächste Mal weiter mit 3 Rennen und wir bauen den Ferrari natürlich komplett auf und ich werde nochmal einen Schluck Kaffee trinken, damit ich bitte wach werde hier. Also Religion, wie gesagt, fragt solche Themen bitte nicht an, aber ich wollte trotzdem euch den Wunsch erfüllen, weil ich da sehr viele Fragen bekommen habe. Du, was hältst du da gerade davon, was da so abgeht? Unterstützen? Nein. Ich meine, wegen imaginären Leutchen da zu kämpfen, kann nur nach hinten losgehen. Ne? Ich meine... Ist es schwierig. Aber wie es aussieht, pisst man denen ans Bein, dann schießen sie dir ins Bein. So ist ungefähr der Vergleich. Ist ganz weit weg von dem, wie es eigentlich sein sollte. Aber ich hoffe einfach mal, ne, dass es da nicht krachen wird. Aber ich glaube, wenn es kracht, dann richtig. Weil Europa und Amerika und so, ne, wenn die sich zusammentun, dann ist egal, was da Bum Bum macht. Dann machen wir ganz groß Bum Bum zurück. Und ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, mal beim Thema Religion, ist zwar jetzt auch wieder nichts mit Religion, aber so, guckt euch mal an, wie oft die Griechen uns damals als Nazis bezeichnet haben. Hätten wir da gesagt, gut Griechenland, wir marschieren jetzt ein bei euch, ne? Das wäre ungefähr der Vergleich, was das Ganze abgeht, aber nein, ne? Wir halten uns zurück, wir dürfen das nicht, auch wegen der Geschichte, ne? Aber... Das ist ungefähr der Vergleich, ne? Die einen machen Plakat und du schickst einen Panzer rüber. Sehr, sehr schwierig. Aber Kriege gab es schon immer, Kriege wird es auch immer geben. Aber die Art und Weise, wie das Ganze abläuft, ist nicht mehr so, wie es früher war. Ne, früher gab es eins auf der Nuss, so bam, und damit war Ruhe. Heutzutage kommen sie mit chemischen Mitteln oder Autobomben und sowas. Das ist kein fairer Krieg mehr, das ist ein schmutziger Krieg. Und ja, da gewinnt gar niemand. Und die verlieren, das sind immer die Zivilisten. Zivilisten, Frauen, Kinder und so, ne? Das sind die wirklich eins auf den Nuss kriegen. Und unterstütze ich nicht, beim besten Willen nicht. Und an dieser Stelle bin ich jetzt erstmal raus. Also, trauriges Thema heute, beim nächsten Mal wird's besser. Ciao, ciao. Und, ja, Umfrage unten nicht vergessen. Genau, klickt drauf, umso schneller geht's nämlich weiter. Bis dann, ciao, ciao. Euer Tom.